Willkommen bei Benny und Steve, mein Name ist Steve und wir spielen heute den Prolog von There Are Here, the Alien Abduction Horror. Wir hatten ja schon die Demo mal zu unserem Halloween-Special gespielt. Flop! Könnt ihr euch gerne nach dem Video hier mal anschauen. Wir gehen jetzt erstmal direkt in den Prolog rein. Dieser Prolog erzählt die Geschichte des ersten Kontakts mit einem UFO, der 30 Jahre vor den in der Demo-Version gezeigten Ereignissen stattfand. Der Hauptheld ist ein gemeiner Soldat, Michael Anderson, der auf einer Militärbasis in der Nähe vom Bauernhof Gracewood im Dienst ist. Zufälligerweise wird er Zeuge schrecklicher, unerklärlicher Ereignisse. Und wir starten. Herunterladen. Was? Air Force Base. Wiederholen Sie bitte. Alpha, is that a meteor? Negative. I'll try to get in touch. You entering controlled airspace. What are your intentions? Introduce yourself. Stellen Sie sich vor. Schön. Ja, wir haben hier auch Störungen. Tut mir leid. Ja, schickt sofort alle Deltas los, die wir haben hier. Und Flugunterstützung und alles. Das volle Programm. Das volle Programm sei Zugriff. Okay, es ist absolut urgent. Wir schicken Herrn Anderson hin. Klassisches Beispiel für zur falschen Zeit am falschen Ort. Michael Anderson ist da. Schick mal hin. Wir sind einfach nur so ein scheiß Krauter, so ein armes Frontschwein sind wir. Mann, verdammte Axt. Yay, Alter. Also die Grafik ist bueno. Sieht richtig gut aus. Also die Demo sah schon echt toll aus irgendwie. Der Prolog sieht auch sehr gut aus. So, wir haben hier ein Radar. This is Base. The object has landed. Your task is to identify the object without contact. Omega Team will arrive in one minute. We'll conduct surveillance from the air. Drive with care. Report when you arrive. Copy that. Alles klar. I read you 5x5, sir. Out. Also, ich glaube, so ein cooler Supersoldat sind wir nicht. Die Stimme sagt, okay. Gut, dann werden wir mal nach dem Punkt gehen. Was haben wir da? Wir haben ein Walkie-Talkie und wir haben quasi ein Radar, was uns was anzeigt. Eine Bewegung oder was? Eine Strahlung? Okay, da scheint Omega zu kommen. This is Omega. We see you. We are monitoring. Die Sounds sind ja auch mega dicke. So, dann schauen wir noch mal, was hier auf der Wiese niederging. Seht ihr schon was, Omega? Oh, die haben schon wieder keine Ausdauer mehr. So, nun hurtig. Sporte, Mr. Anderson. Wir haben ja heute nicht ewig Zeit. So, hier lang, hier da lang. Ich will nochmal hier hochgehen. Sieht schon cool aus. Sieht schon wirklich cool aus. Haben sie schön gemacht. So, wie ich mein Glück kenne, Heiko keine Waffe und kann mich nicht verteidigen und bin einfach nur am Arsch. Bin einfach nur am Arsch. Bin Kanonenfutter. Machen wir uns nicht vor. Ich bin am Arsch. Omega, this is Michael Anderson. I report radiation detected. Schön, lass uns doch mal schön darin laufen. Toll. Roger that, we're on flight here. Sieht wirklich gut aus. Numbers and all the instruments are not correct. Neither is static. Continue operation forward.
Fahrrad? Ist da oben gerade was langgelaufen? Spinne ich gerade? Ich weiß, dass Benny jetzt auf jeden Fall beim Schneiden des Videos zurückspult schon. Oh, alle Duster hier. Pack wurde entdeckt, das ist ungefähr von ihnen entfernt. Das ist schön, das ist schön. Alle Geräte spinnen, ich kann mich also nicht darauf verlassen, dass das alles hinhaut hier. Also der Geigerzähler scheint ordentlich abzugehen. What the hell is going on with your devices? Radiation levels rising. Over. Alter, dann kann ich gesund sein jetzt hier. Alter, brennt uns doch der Dreh aus der Hose hier. Alter, ich denke nicht, können wir einen Aluhut haben oder irgendwas, bitte? Tja, hoch oder runter? Ich würde sagen, wie ein weiter hoch war der Hubschrauber. Wird's vielleicht verfolgen? Ja. Irgendwie glaube ich, dass der Hubschrauber bestimmt gleich abstürzen wird. Weil wenn schon die ganzen Geräte alle ausfallen, dann wird es... Das ist doch ein leichtes für die Außerirdischen, jetzt noch den Hubschrauber runterzuhöhlen. Was, wieso? Oh, fuck, Alter. What the hell's going on there? Oh je. Oh no. Oh no. Bewegt sich etwas? Ach du Scheiße. Und wir haben nichts, Alter. Wir haben wahrscheinlich ein scheiß Taschenmesser in der Tasche. Nein! Nicht schon! Gott! Stopp! Wow! Ach du Scheiße, Alter. Okay, ich sollte Lotto spielen gehen. Ja, schön. Und das war's auch mit dem hellen, lichtdurchfluteten Wald. Schön. Okay, lass uns erstmal gucken, ob irgendjemand von Omega überlebt hat. Oh nee. Oh nee. Can anyone answer? Damn it. Also die Atmosphäre ist richtig, richtig gut. Drücke. Oh, wir haben Nacht. Nein. Ah, schön. Willkommen bei Outlast. Nur mit Aliens. Yay. Ah. Oh no. Oh no. Oh, ey, stellt euch mal vor, ihr seid jetzt hier am Start. Das wäre ja nicht meins, Alter. Und das sind bestimmt nicht so eine netten ETs. Ich will nach Hause telefonieren. Außerirdischen. Das wird kein Alf sein. Oh. Oh. Ohne was? Nee. Oh. So, also meine Kopfhörer gingen gerade richtig ab. Holy moly! Kann ich mich ducken? Verstecken? Nein, Mann, Alter. Nein! Nein! Nein, was ist denn hier um mich herum? Oh. Multiple Kontakte! Kontakt, Mann! Kontakt! Was für eine Scheiße! Oh, 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 oh
gerade er hier. Ich bin so hyped auf dem Full Game. Oh, hab ich richtig Bock drauf. Geiler Shit, das war wahrscheinlich der Prolog. Ja, das war der Prolog von They Are Here. Mir hat's richtig gefallen. Lasst auf jeden Fall mal zwei Ehens nach oben da. Oder einer, weil ich ja nur einer. Und ansonsten, bastelt ein Schild mit Welcome on Earth oder sowas. Oder macht's euch einfach und lasst einfach ein Abo auf dem Kanal da. Und wir sehen uns dann hoffentlich schnellstens zum Fullgame von They Are Here. Bis dahin, willkommen in Frieden.